So die offizielle Aussage von Neon Security. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagen. Ich könnte mir gerne nachgucken. Du glaubst, da steckt mehr dahinter? Neon Security ist nicht die beste Quelle für verlässliche Informationen. In dieser Stadt ist nichts, wie es scheint. Wo war Thomas denn krank? Er war zwar schon fast 70, aber laut Dr. Manning von Reliant bei guter Gesundheit. Herzinfarkt. Unsinn. Das war auf keinen Fall die Todesursache. So redet jemand, der schon länger hier ist. Dieser Ort überkommt einen wie ein Krebsgeschwür. Wie dieser Security Officer mir ins Gesicht sagen konnte, dass Thomas an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war gelogen. Tut mir leid, das ist mein Problem. Du willst hier nur was kaufen und ich fasle über Verschwörungstheorien. Verzeih mir bitte. Ja du, gar kein Problem. Jeder braucht hier einen zu reden. Also, alles gut. Ich höre dir gerne weiter zu. Was hat das mit dem Quickshop auf sich? Mein Mann und ich haben das Geschäft vor knapp 8 Jahren eröffnet. Oh, noch gar nicht so lange. Wir wollten die Arbeiter bei Genadyne und Xenofresh versorgen. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber in letzter Zeit ist die Miete durch die Decke gegangen und wir mussten die Preise anheben. Leider gingen die Arbeiter davon aus, wir wären gierig geworden. Daher ist es zu einigen Ladendiebstählen und auch Vandalismus gekommen. Also ich versuche nur über die Runden zu kommen. Das hört sich natürlich sehr schrecklich an. Könnte ich mir an... Nein. Ich habe einen Flyer hier. Ein Cross-Promotion-Angebot von Sabaru Akidigibo. Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob noch mehr Geschäfte eine gute Idee sind. Ich werde darüber nachdenken. Danke fürs Überbringen. Ja, gar kein Problem, du. Könnte ich mir an... Nein. Ich möchte dir helfen, herauszufinden, was mit deinem Mann passiert ist. Meine Güte, du bist die erste Person in dieser furchtbaren Stadt, die mir helfen will. Danke. Ja, du, gar kein Problem. Ich bin sehr interessiert daran, anderen Menschen zu helfen. Vielleicht ist es einfach nur mein Ego, andere Menschen glücklich zu sehen. Aber, naja. Warum bist du sicher, dass eine Verschwörung im Gange ist? Laut dem Bericht hat man die Leiche meines armen Thomas nie gefunden. Das heißt, sie vermuten nur, dass er einen Herzinfarkt hatte. Aber statt den Fall offen zu lassen, bis weitere Beweise reinkommen, haben sie ihn geschlossen. Ich will wissen, warum. Es sollte kein Problem sein. Wahrscheinlich den Computer einhacken und dann mal da nachgucken, mal rauslesen, was mit dem ist. Ne? Sollte alles eigentlich ja in der Datenbank sein. Vielleicht wäre die Wahrheit zu schmerzhaft, vielleicht wäre die Wahrheit zu schmerzhaft und es wäre besser, nicht mehr darüber nachzudenken. Sein Tod klingt zu verdächtig, um ihn als Unfall abzutun. Ja, genau. Ich bin so froh, dass nicht nur ich dieses Problem erkenne. Am besten kannst du wohl beim Zeugen von Neon Security anfangen, Tevin Anestis, dieses aufgeblasene Arschloch im Emporium in Neon. Aber sei bitte vorsichtig. Ich will nicht, dass 2 Morde mein Gewissen belasten. Ja, nee, das muss es nicht. Sprich mit Tevin Amastas. Hattest du je Probleme mit der Neon Security? Jeder hat Probleme mit Neon Security. Die sind furchtbar korrupt und Verwalter Bayo benutzt sie als seinen persönlichen Schlägertrupp. Ab und zu lassen sie sich hier blicken, aber außer den Mitarbeiterrabatten, die ich ihnen gewähren muss, ist noch nie etwas Verdächtiges passiert. Okay, das hört sich schon mal ganz... Oh, ich drücke schon mal die W. Kannst du mir irgendetwas Nützliches über Tevin Anastas erzählen? Tevin gehört das Emporium auf der Bayou Plaza. Er ist überheblich und hochtrabend. Er würde nie auch nur einen Fuß in die Unterstadt setzen. Das Seltsame daran ist, dass wir nie persönlich mit ihm zu tun hatten. Warum er in Thomas' Tod verwickelt sein sollte, ist mir schleierhaft. Ja, na dann, wir werden mal nachforschen, mal gucken, was mit dem ist. Wir werden mal mit diesem Tevin sprechen. Aber davor würde ich mir ganz gerne noch deine Angebote ansehen. Klar, das dürfte kein Problem sein. Ja, dann, was hast du denn so Schönes? Ah, Heilzeug, okay. Boah, das sieht doch schon mal... Boah, ja,
Wenn ich alles leer kaufe, bin ich arm. Ich habe aber schon, ich hab schon 60.000. Okay, danke. Vorsicht, Neon ist ein Gefährt. Das ist richtig, das ist richtig. Ich werde mal gucken, was ich machen kann. Ja, ja. Wollte eigentlich runter zu meinem Raumschiff, weil ich mal dieses andere System bereisen will. Ja, wie gesagt, das mit den Questen, ich finde es ein bisschen unübersichtlich teilweise. Nicht nur, weil ja so viele Punkte auf einmal anzeigen, wo ich überall hin kann, sondern auch, dass es teilweise, wenn ich eine Quest anklicke, noch die falsche angezeigt wird. Das finde ich ein bisschen schade, aber dieser Ring ist so ein... Naja, aber das sieht schon echt awesome aus. Ich habe das noch nie in der Nacht gesehen. Und by the way, das ist so aus wie so ein Fisch, das soll so. Na, ja, das soll so. Gut. Oh, hi. Da noch eine Landeplattform, habe ich noch nie gesehen. Tatsache. Ich habe noch nie gesehen, dass hier noch eine Landeplattform. Ich dachte, hier gibt es nur die eine. Und wenn ich jetzt mal die besetzen, kann hier kein weiterer landen. Hm, ärgerlich. Nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt erstmal in unser Schiff rein und gucken, wo wir das, die zwei Pakete abgeben können. Ich will das ganz gerne jetzt machen, weil erstens ich Level brauche, zweitens Geld, drittens, weil, ja, mal was anderes machen, abgesehen von den ganzen Questen, die ich ja sonst immer mache. So, 408 Kilogramm Alternative. Okay, das ist ja nicht das Problem. Zivile Außenposten im System Woli. Standardtransporter, Besuch, Befahrung, Abschluss. System Woli. Oh Gott, wo ist denn das System Woli schon wieder? Oh. Ja, okay, das ist entspannt. Da bin ich ja schon. Denn ist es wahrscheinlich das da hinten? Ja, okay, guck mal, das ist doch entspannt. Da haben wir jetzt gar keinen Stress. Weißt du, ich esse nebenbei Nüsse, Walnüsse und ja, wenn das jetzt ein bisschen rascht, weil ihr hört, dass ich esse, tut's mir echt leid, du. Ich bin ja schon da. Yo, das ist arschweit weg. Warum bin ich... Warte mal, wieso, weshalb, warum bin ich hier? What the? Ja, das ist ja stark. Feier ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Da porte ich mich jetzt hin. Warum bin ich wieder so weit weg? Backt das jetzt schon wieder völlig rum hier? Feier ich nicht. Hallo, Raumschiff. Wo sollen jetzt hier diese gottverdammte Quest sein? Ich, das ist doch schon wieder... Also, sorry. Also ist doch schon wieder dumm Kotzen. Ja, die Quest wird mir leider nicht angezeigt. Das ist schade. Mhm. Wir reisen mal dahinter. Vielleicht waren wir ja schon richtig und ich bin einfach nur wieder zurückgegangen. Wäre ein bisschen doof. Aber warum steht da mein Schiff schon wieder 100.000 Kilometer von mir weg? Uff, ey. Oh, guck mal. Das nehme ich gerne mit. Es ist Blei, aber es ist okay. Ah, fehlt mir noch die zwei Fauna, ne? Ich meine, mir stört sich. Ich teleporte mich einfach überall hin. Ich habe ja zum Glück hier relativ viel freigeschaltet auf diesem Planeten, dass ich mich einfach schnell hin teleporten kann. Ach, wait. Ach, das ist das, oder? Wo ich jetzt doch die einen... Nee, nee. Warte mal, was? Wieso? Hallo? Aha. Warte mal, warte mal. Kann ja jetzt nicht sein. Oh, wo ist denn die Quest hin? Hat das schon abgeschlossen? Wait, hä? Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Muss ich glaube auch nicht, oder? Also ist das schon wieder... Nee, Digga. Erstelle Frachtlink zur Lieferung von 420 Antiminuten SP-Ziel. Erstelle Frachtlink zu Woli Alpha Woli. Gut, wir gehen mal zurück zu unserem Raumschiff. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Weil ich brauche ja einen Frachtlink. Habe ich den schon? Nein, ich glaube nicht. Das ist schön für dich, Sarah. Anscheinend habe ich das schon abgeschlossen. Ach, manchmal ist das zum... Nee, Digi.
Ja, erstelle. Gehen wir mal dahin. Also manchmal ist das echt zum. Nee. Ich soll einen Frachtlink zu meinen Dings stellen, aber ich brauche ja einen Frachtcontainer, Frachtlink, damit ich das überhaupt bekomme, wahrscheinlich, oder? Okay. Oder auch nicht okay. Kann man sehen, wie man will. Wenn nicht, dann gehe ich gleich nochmal zu mir. Also zu auf meinem Planeten, wo ich ja Ich habe da was für dich gefunden. besiedelt habe und gucken wir mal. Ach, nee. Ich finde diese Grafik. Also die Grafik ist echt gut. Die ist echt gelungen. Aber diese Asynchronheit, wenn man auf Deutsch hat. Ich meine, auf Englisch habe ich gesehen, ist es sogar gut. Da ist es nicht so desynchron mit der Stimme und der Mein Laptop Sprache wird dir was als medizinisch. auf Deutsch. Vielleicht sollte ich mal auf Englisch stellen. Dann fällt mir das nicht mehr so auf. Dann kann ich mich auch darüber nicht mehr so doll aufregen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Tevin. Ach so, ja. Wenn du dich Stimmt, wir fragst, was sollten ja das mit bedeutet. James sprechen, ne? Dass wir das ja abgeschlossen haben. Hi. Hast du Lust, was zu kaufen? Dietrich wird die Zahlungen einstellen. Na sowas. Und dafür musstest du nur mit ihm reden? Ja. Manchmal reicht das eben. Es braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber er hat es eingesehen. Natürlich wirst du weniger schreitlustig gewesen, hätte es vielleicht geklappt. Mag sein. Die ganze Zeit war ich so wütend auf Sieghart, weil er mir gezeigt hat. Dabei habe ich ihn nie nach dem Grund dafür gefragt. Was habe ich gesagt? Wer immer vom Schlimmsten ausgeht, ist selbst nicht besser. Ich wusste, dass du das sagst. Aber ich habe es mir auch verdient. Danke für deine Hilfe. Endlich ist die Händlerallianz vereint. Das ist doch Ob wir super. in dieser Stadt je eine faire Chance bekommen, Nein. aber es ist ein Anfang. Immerhin. Hey, 3300 Credits und Level 19. Juhu, let's go. Ja, immerhin schon mal Level 19. Ich habe andere mal reingeguckt. Genau, die waren schon teilweise Level 30. Wo ich mir denke, so, okay, ich bin gerade mal Level 19. Wie? Ich will es ganz gerne wissen. Naja. Jetzt wollen wir noch mit dem Tevin Anastas sprechen. Hieß der so, ich glaube. Willkommen. Hi. Möchtest du vielleicht ein erlesenes Geschenk kaufen? Nein, aber ich habe einen Flyer für dich. Oh, vielleicht denke ich drüber nach. Vielleicht. Also nicht. Gut, schade. Ich würde ge Nein. Ich will mit dir über den Tod von Thomas Lucian sprechen. Ich sage dir kein Wort und ich habe das schon bei der Security gemeldet. Was Du mir schnell. vergeudest meine Zeit. Verschwinde, du bist schlecht fürs Geschäft. Ja, nein. Ich kann dir nichts sagen. Kapier das doch endlich. So etwas für dich zu behalten, belastet doch sicher dein Gewissen. Außer dir weiß niemand, was wirklich passiert ist. Bitte hilft Karin. Na, das wird er definitiv nicht. Ich weiß, dass ihr lügt, was Thomas so angeht, die Security und du. Mach es nicht unnötig Du schwer. bist Oh. echt ganz schön lästig. Ja, danke. Okay. Sei Was? nicht herablassend. Entschuldigung. Ich sorge dafür, dass nichts passiert. Sag mir einfach was. Nein. Es ist deine Bürgerpflicht zu sagen, was wirklich mit Thomas passiert ist. Du musst mir etwas erzählen, was du weißt. Da ist wohl was dran. Das ist richtig. Das höre ich gerne. Ich sorge dafür, dass nichts passiert. Sag mir einfach, was wirklich mit Thomas passiert ist. Außer dir weiß niemand. Ich mache mal das hier. Ich Ja. versuche vernünftig zu sein. Oh mein Gott, Schluss! Ich sage dir, was ich weiß, wenn du dann endlich abhaust. Danke. Ich habe es gesehen. Thomas wurde ermordet und ins Meer Oh. geworfen. Dummerweise habe ich der Security den Vorfall gemeldet. Zum Dank hielt man mir eine Pistole an den Kopf, um meine Verschwiegenheit zu garantieren. Das ist ja schon mal. Uff. Ich brauche mehr Informationen. Sag mir, was, wer es getan hat. Warum hast du nicht eingegriffen und den Mord verhindert? Warum warst du nicht in deinem Laden? Wirklich? Soll ich den ganzen Tag im Laden bleiben? Falls du es wissen Natürlich. musst, ich war spazieren. Unglaublich, oder? Arbeitet der Mörder bei der Security? Nein, der Officer, der mich bedrohte, war ein anderer. Außerdem war der Mörder nicht in Uniform. Sicher hat dieser dreckige Mörder einen Kontakt in der Security, der für ihn die Spuren verwischt. Ja gut, dann brauche ich trotzdem mehr definitiv. Nee.
Ich brauche definitiv mehr Beweise, aber wir haben hier noch was. Warum hast du nicht eingegriffen und den Mord verhindert? Bitte. Ich riskiere doch nicht mein Leben für jemanden, den ich kaum kenne. Das war nicht meine Aufgabe. Mir ging es um meine eigene Gesundheit. Darum bin ich nicht eingeschritten. Wer weiß, was passiert wäre. Leider hat es nichts gebracht. Gut, ich kann es nachvollziehen tatsächlich. Ich würde jetzt auch nie einfach jemanden ins Messer springen und damit ich ihn beschützen kann. Also manchmal geht das Leben ja ein doch. Das ist auch kein Egoismus oder irgendwas dergleichen. Das ist einfach nur... Ja, ne? Schwierig, du. Nein, es ist einfach nur... Man sollte doch erst sich selbst beschützen in einer wirklich Gefahrensituation, als wenn man jemanden anders gleich beschützt. Das ist aber natürlich bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Und das hat auch nichts mit Egoismus oder sonst irgendwas dergleichen zu tun. Man sollte sich ja selber auch noch beschützen. Es war sehr laut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas seinen Mörder ein paar Mal Russell oder Rusty genannt hat. Ich glaube, der Mörder war auf Credits aus und Thomas hat sich geweigert, ihm welche zu geben. Und dann... ist Thomas schwimmen gegangen. Hast du je persönlich mit Rusty zu tun gehabt? Gott, nein. Ich habe ihn ab und zu mal gesehen, aber wenn er je in meinen Laden kommen würde, würde ich ihn sofort wegschicken. Ach, mit so einem würde ich nie reden. Kleinkriminelle oder Aurora-Junkies können mir gestohlen bleiben. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Sag mir, wo Rusty ist. Wo soll so einer schon sein? Bei den Sleep Crates in der Nähe von Madame Savage. Jedenfalls darf mein Name nicht fallen, wenn du ihn zur Rede stellst. Ich will Thomas salziges Schicksal nicht teilen. Und jetzt, lass mich bitte in Frieden. Es sei denn, du willst hier ein kleines Vermögen ausgeben. Ja, nee, du, lass mal. Ich habe eigentlich ganz gute Sachen. Brauche ich jetzt nicht. Okay, dann wollen wir doch mal in diese zu diesen Zellen gehen und gucken, ob wir da mit ihm sprechen können. Finde Rusty. Machen wir mal. So, Rusty ist hier. Ich muss das Hacken noch leveln, ne? Stimmt. Ja, zum Glück fiel mir das gerade ein. Sicherheit, das war das hier, ne? Aber da muss ich ja noch... Warte mal, was? Ach nee, guck mal, kann ich noch gar nicht. Also kann ich doch erstmal was anderes machen. Hm. Was haben wir denn alles? Plündern. Das haben wir schon fertig, ne? Verfügbar. Beim Besuchen von Behältern besteht die Chance, dass du zusätzliche Hilfsitems wie Medipacks oder Shams findest. Auch ganz cool. Ich spiele ganz gerne mit der Pistole. Eigentlich kann ich doch überlegen, ob ich mehr Schaden mit der Pistole mache. Wäre halt auch so eine Sache, weil hier spiele ich ja tatsächlich doch relativ selten. Ich glaube, dafür muss ich erst das da oben lernen, ne, bevor ich hier weitergehe. Hm. Nahkampf spiele ich so gut wie gar nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Überzeugend, da würde ich gerne mal reingehen. Da gehe ich jetzt auch rein. Überzeugend, das finde ich ganz gut. Das nutzen wir doch eigentlich sehr häufig. So. Dann, wie gesagt, mal zu diesen Sleep Creep. Sleep. Aua, mein Ohr gerade. Meinst du? So, wo sind sie denn? Oh, wer bist du denn? Hey. Ach, Rusty. Credits für mich? Damit würdest du mir wirklich helfen. Ich weiß, was du getan hast. Lass mich raten. Ich lande im Ozean, wenn ich dir nichts gebe. Im Ozean enden? Was redest du da? Warte. Er meinte doch, er hätte sich drum gekümmert. Keiner sollte was... Bitte hör mir zu, das war alles keine Absicht. Es war ein Unfall. Ah ja. Erzähl mir ganz genau, was du getan hast. Warum ausgerechnet Thomas? Ich brauchte Credits für Aurora. Ein Aurora-Junkie. Diesen beschissenen kleinen Shop betreiben. Die ziehen jeden über den Tisch, das perfekte Kretz-Opfer. Mhm. Wer ist er und worum wollte er sich kümmern? Ein alter Freund. Bei der Security. Aber mehr sage ich dir nicht. Ich versuche mein Glück lieber mit dir. Erzähl mir ganz genau, was du getan hast. Ich habe mich mit Thomas gestritten. Hab ihn nach Credits gefragt, aber der Drecksack wollte mir keine geben. Es ist entglitten. Er ist von der oberen Plattform gestürzt, aber es war ein Unfall, wirklich.
Dann habe ich meinem Kumpel bei der Security davon erzählt. Er hat sich um alles Weitere gekümmert. Dein Tun hat Konsequenzen. Sag mir, wer dein Freund bei der Security ist. Das kannst du vergessen. Ich bin vieles, aber keine Ratte.